Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Wie ihr seht, wir gehen jetzt endlich diesen Tellerschleifer an. Ich hatte das Projekt schon so oft irgendwie anfangen wollen, aber dann fiel mir ein, dann brauchst du noch das, dann brauchst du noch jenes. Also für dieses Projekt unter anderem musste ich mir zwei Vorrichtungen bauen. Da gehe ich dann später nochmal drauf ein, welche das im Konkreten sind. Und viele haben auch ein paar Fragen zu diesem Motor gestellt. Die kommen dann unter anderem auch zum Baubericht, gerade was jetzt auch so diese Geschichte angeht mit dem Lieferanten, der mir das Teil zukommen lassen hat, und viele kleinere Details, die jetzt gerade diesen Motor noch angehen, werde ich euch dann nochmal im Konkreten erzählen. Also, als erstes fangen wir tatsächlich auch mit einer Grundplatte schätzungsweise mal an. Ja, eine Grundplatte, wir bauen ja jetzt das Ganze alles mehr oder weniger auf dieses Schleifpapier auf. So, da haben wir das Ganze, also die Klettauflage und natürlich das erste Sandpapier zum Testen von diesem Tellerschleifer. Und da halte ich natürlich auch mein Versprechen, derjenige, der mir das über die Amazon-Wunschliste hat zukommen lassen, der darf diesen Tellerschleifer natürlich einen Namen geben. Ich kenne den Namen schon, ihr allerdings noch nicht. Aber da kommen wir das dann auch dazu, wenn das soweit ist. Ich glaube, wir fangen jetzt ganz einfach. Naja, wenn wir jetzt den Teller als erstes bauen, ist das natürlich blöd, weil wir den eh noch nicht ranbringen können, weil wir noch einen Standfuß brauchen. Na okay, dann fangen wir am besten an mit dem Standfuß. Naja. Okay, dann muss ich das gerade mal wieder beiseite räumen. So. Platz. Aber ich denke, das dürfte doch von der Breite schon mal passen. Schauen wir mal, also allzu tief muss das gar nicht werden, so, schauen wir mal, wie breit ist denn dieses Teil, ja 37, da können wir die Breite eigentlich gleich so lassen, dann muss ich das Ganze jetzt natürlich nur auf die gewisse Tiefe sägen, dann haben wir zumindest schon mal den Standfuß. Ja. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Jetzt muss ich natürlich gerade schauen, welche war denn jetzt. So, okay, dann hätten wir gut und gern 7 cm. Ich denke, das reicht als Rand. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir den Motor bzw. die Welle in der Mitte natürlich dann auch so hoch bekommen, dass wir jetzt hier auch einen 30er Durchmesser hier als Kreisrand bekommen, der dann natürlich der Teller an sich wird. War denn das noch 30? Ach hier. Das sind 30. Okay, dann müssen wir natürlich ein ganzes Stück nach oben. Ja, ich glaube, da habe ich schon eine Idee. Ja, ich denke, wir bauen uns nämlich so ein ganz simples Gehäuse. Ja, dass wir das Ganze einfach hier so aufbauen. Das natürlich auch das Ganze hier so. Das sieht doch gut aus. Ich denke auch, dass das Ganze passt. Meine Mama würde jetzt wieder sagen, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. Ich glaube, das hat jeder in seinem Leben schon mal häufiger gehört. Das passt ja ideal. Es ist ja fast so, als hätte ich das gebaut. So, es ist natürlich auch aus guten Gründen jetzt hier oben doppelt. Also jetzt nicht nur, um die Gesamthöhe zu gewährleisten, sondern es auch, weil hier natürlich auch dann die Gewindebolzen reinkommen, um diesen Motor natürlich auch zu fixieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt hier auch schon ausreicht. Schauen wir doch ganz einfach mal die Welle. Ach, der Linealanschlag, absoluter Traum. So, da haben wir. Okay, das sind ein bisschen über 9. Oh, das reicht doch absolut locker. Absolut. So,
Ja, dann bohren wir am besten gleich hier die Löcher für die Gewindebolzen. Ja. Okay, wie es immer natürlich mal bei mir ist, natürlich mal kurze Umplanung. Und zwar, ich habe mir jetzt überlegt, wir müssen ja auch diese beiden Klötze, die ja den, wo sind sie denn, hier, die natürlich diesen Standfuß halten sollen, muss natürlich dieser Standfuß auch hier drauf übertragen werden, logischerweise. Und natürlich möchte ich die auch möglichst schnell natürlich miteinander verkleben. Da ich mich erkenne, was das Trocknen von dem Leim angeht und ich das immer nicht erwarten kann, bis der wirklich dann trocken ist, dann fange ich lieber mit gleich an, das weiterzumachen. Daher sagte ich mir, ja, klebst du das lieber so früh wie möglich, so hast du dann später dann vielleicht, ja, eher den Moment, dass du echt mal ein Stück weiterkommen kannst, als du es ursprünglich geplant hast. Und so habe ich das natürlich dann auch gleich hinter mir. Die erste Trocknungsphase hier so schnell zu überbrücken. Und warum ich das jetzt hier abmache, ist, glaube ich, hoffentlich auch offensichtlich. Nicht nur, um zu zeigen, dass man diesen Fuß auch wunderbar verstellen kann, sondern auch, wenn ich diesen Standfuß jetzt nämlich direkt auf die Platte übertrage, so dass ich halt wirklich einen exakten bzw. exakte Punkte habe, um das Ganze dann zu bohren. Und dann mit auch dem Gewindebolzen zu versehen. Also macht euch da immer so am besten Schablonen. Oder macht es wie ich jetzt in diesem Fall. Montiert das halt ganz einfach ab. Soweit es geht. Also natürlich, wenn ihr da auch davon Ahnung habt, solltet ihr das auch nur machen. Weil so könnt ihr natürlich auch wirklich gewährleisten, dass ihr wirklich jede einzelne Bohrung dann auch mit dieser Schablone bzw. mit diesem Halter dann wirklich übereinstimmt und natürlich dann nicht irgendwie noch rumexperimentieren müsst, dass das Ganze dann auch passt. So, jetzt haben wir hier einen Flanschmotor draus gemacht. Und wenn ich mir jetzt mal ansehe, wie genau das hier passt, also da lässt sich gerade echt nicht mal mehr sagen. Das ist einfach absoluter Traum. So, jetzt muss ich natürlich überlegen, ob das jetzt einen großen Unterschied macht, wie ich das hier anbringe. Aber ich denke, das ist doch eigentlich wirklich komplett egal. So, jetzt muss ich natürlich überlegen, wie befestige ich das Ganze am besten. Ich hatte ja ursprünglich vor, das Ganze hier mit Gewindebolzen zu machen. Allerdings ist es jetzt echt so, wie ich jetzt an dem Motor so festgestellt habe, dass es echt schwer da ranzukommen. Eine Schraube ist natürlich genauso blöd. So. Machen wir das jetzt ganz einfach so halbwegs mittig, dass das gut aussieht. Also das ist jetzt nicht die Welt, dass wenn das nicht so wirklich mittig ist. Hauptsache es hält den Motor und mehr Funktion hat das Ganze gar nicht. Und ich habe mir das Ganze jetzt so überlegt, dass wir das jetzt einfach zusammen jetzt gleich so bohren, dass dann hier auf die eine Hälfte kommen dann ganz einfach jetzt hier so solche Einschlagmuttern rein. Nachdem die dann eingedreht sind, natürlich auch eingepasst. Ich muss natürlich mit dem Abstand hier ein bisschen aufpassen. Oh, das sieht gut aus. Wenn das Ganze natürlich dann drin ist, werde ich das Ganze noch miteinander verleimen. Möglichst auch so, dass die Einschlagmuttern davon nichts abbekommen, also dass das Gewinde nicht irgendwie verklebt. Also werden wir dann erstmal schauen. Jetzt bohren wir das Ganze erstmal, je nachdem natürlich, wie groß das jetzt hier ist. 9 mm. Easy. Also ich hoffe, das Ganze passt jetzt auch so halbwegs, wie ich es mir jetzt vorstelle, weil sonst müsste ich mich natürlich ein bisschen ärgern. Also jetzt auf der einen Seite ist es ein bisschen eng geworden, muss ich zugeben, aber ich denke, das wird jetzt nicht viel austun, weil es hat ja trotzdem dennoch alles ein bisschen Spiel. Und jetzt schauen wir ganz einfach mal, ob das mit den Schlagmuttern, Einschlagmuttern jetzt natürlich hier auch gleich so passt. Das sieht doch
Astrein. Wenn das Teil jetzt dann noch passt, dann ist ja alles gut. So, das dürfte doch die richtige Größe sein. Perfekt. So, dann drücken wir das ganz leicht einfach mal an. Mal sehen, ob das... Natürlich hält es nicht. Naja, okay, dann müssen wir das jetzt einfach mal freestyle-mäßig testen. Das mit der Platte. So. Das passt schon mal wunderbar. So. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So. Und Nummer 4. Und das sieht doch astrein aus. Und man kann es tatsächlich noch ein bisschen fein justieren. So. Perfekt. So, und jetzt ziehe ich das natürlich so fest an, dass jetzt hier natürlich diese Schlagmuttern, Muttern, natürlich jetzt hier ins Holz wandern. Perfekt. So, das dürfte doch schon reichen. Das natürlich dann bei allen Vieren. Und dann kannst du schon ans Kleben gehen. Mein Gott. Ich habe heute einen Lauf, ich merke es. Ich habe heute echt absoluten Lauf. So, das war die letzte im Bunde. Und dann schauen wir jetzt ganz einfach mal, ob das jetzt auch... Wie auch immer, wie rum? Nee. Das sieht doch zumindest schon mal ein Ticken besser aus. Also das versinkt einwandfrei. Also man könnte es jetzt gar nicht annehmen, dass jetzt hier echt die Schlagmuttern dazwischen sitzen. So, jetzt ist natürlich die Gefahr, wenn wir das Ganze jetzt hier verleimen, dass natürlich der Leim auch mit in die Schlagmuttern läuft. Also das möchte ich jetzt natürlich verhindern. Das ist natürlich jetzt schon gefährlich. Aber ich denke, wir müssen da jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und ich hoffe jetzt doch auch ganz zur Not, wenn jetzt echt mal irgendwie ein paar Tropfen reinwandern, dass das natürlich jetzt nicht den Ausschlag hat. So, machen wir das mal einfach so. Das muss er jetzt auch nicht bombensicher halten. Das muss jetzt einfach nur die Kraft übertragen und mehr muss es jetzt gar nicht bewirken. So. Ich hoffe, das reicht jetzt einfach mal. Jetzt hätte ich natürlich mal schauen müssen, ob das jetzt auch wirklich so richtig war. Nee. Oh, das sieht gut aus. Ja. So, ein paar Klemmen ran. Ich meine, davon habe ich ja nun sowieso genug. Ja. Ich wüsste ganz ehrlich, nichts jetzt anzufangen ohne diese Klemmen. Also, ich denke auch, die werden noch in so vielen Projekten auftauchen. Warum geht denn das jetzt? Ach so. Okay, dann muss ich umplanen. Also ohne diese Klemmen, also da kann ich mich nur jedes Mal bedanken. Also ich wüsste jetzt gerade echt nicht, was ich ohne diese Klemmen machen würde. Schraubzwingen, okay. Aber die sind ja einfach mal so schnell zu lösen, wieder festzumachen. Auch wenn sie jetzt nicht den gleichen Druck ausüben wie die Schraubzwinge. Aber sie haben halt den Vorteil, sie hinterlassen keine Spuren, egal wie man sie anbringt. Okay, Schraubzwingen muss man ja nicht unbedingt so festballern. Das sieht doch mal gut aus. So, und da ist auch wieder dieser Moment da, wo das Ganze natürlich trocknen muss. Und da haben mich auch so viele Leute schon gefragt, machst du da wirklich jedes Mal Pause? Machst du da jedes Mal wirklich Feierabend? Also jetzt gerade, wo ich das Ganze hier trocknen lassen werde, werde ich jetzt die Stöpselkopf-News schneiden. Danach dann vielleicht noch ein, zwei Stunden an diesem Projekt weiterarbeiten, je nachdem wie der Schnitt so abläuft. Das ist ja auch jedes Mal anders. Und dann heißt es vielleicht Feierabend. Aber mal sehen.